Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren in den angeschlossenen VIP-Räumen, heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Meisterschaftsspiel gegen den Karlsruher SC. Der Endstand 2:0 bedeutete den ersten Heimsieg für uns in dieser Saison. Unsere Gäste aus Karlsruhe werden uns nachsehen, dass wir uns sehr darüber freuen. Aber selbstverständlich zunächst das Wort unseren Gästen. Markus Korzinski, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Erstmal Glückwunsch an Paderborn und an Markus zum Sieg. Ich glaube, dass der verdient war. Ja, ich habe das vorher gesagt, das sind so, ich habe das Gefühl, zwei suchende Mannschaften. Ja, und Paderborn hat es heute einen Tick eher gefunden, weil es ist oft so, man hat es gemerkt, dass beide Mannschaften, glaube ich, auch ein bisschen verunsichert waren. Und dann ist es oft so, wo das erste Tor fällt, dass dann ja, die Dinge besser zusammenlaufen. Wir hatten die Möglichkeit, in den ersten 20, 25 Minuten haben wir, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht mit zwei, drei Möglichkeiten. Die größte Möglichkeit von Hiroki Yamada, wo man in Führung gehen kann, allein vom Tor, was wir nicht konsequent genug nutzen. Ja, und dann nach 25 Minuten geht das Spiel so ein bisschen in Richtung von Paderborn, auch mit Möglichkeiten. Insgesamt, glaube ich, aber die erste Halbzeit ausgeglichen. Ja, und dann mit dem Gegentor, dann wurde es natürlich schwer, dann wurde es ein bisschen nervös, ein bisschen zerfahren von uns. Wir haben dann nochmal eine Möglichkeit zum Ausgleich durch Enrico Valentini. Aber ansonsten haben wir nicht diese Durchschlagskraft und diese Möglichkeiten auch nach vorne gehabt, um, glaube ich, nochmal wirklich das Spiel zu drehen, sodass das Spiel auch dann mit 2:0, glaube ich, in Ordnung geht. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Herr Korzinski. Markus, kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Bitte deinen Kommentar. Danke, Matthias. Ja, wir sind natürlich überglücklich, dass wir den ersten Heimsieg heute landen konnten. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Ich glaube, dass wir, das habe ich auch in der PK schon vor dem Spiel angesprochen, eine sehr, sehr gute Trainingswoche gehabt haben, wo wir ja, sehr intensiv gearbeitet haben. Und ich glaube, dass wir von Anfang an ausgestrahlt haben, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Meine Mannschaft hat von den Grundtugenden des Fußballs, Laufbereitschaft, Einsatzwillen, wirklich alles reingeworfen und aufopferungsvoll gekämpft. Und wenn man diese Basistugenden abruft und einbringt in ein Spiel, dann sieht man, dass man darüber hinaus auch gut Fußball spielen kann. Die Qualität dazu ist vorhanden, das habe ich immer gesagt. Und ich glaube, dass die Mannschaft nach dem Umbruch ja, jetzt wieder einen Schritt weiter vorangekommen ist. Und ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Das habe ich auch vor dem Spiel schon betont. Und dass wir dafür jetzt belohnt worden sind, freut mich natürlich sehr, insbesondere für die Mannschaft. Und ich hoffe, dass wir auf dem Weg weitermachen können. Danke.